Peace, Leute! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Silber. Bevor ihr weiterschaut, solltet euch die Parts von Kanto 1 und 2 und Maloxidipia anschauen. Und ja, wo sind wir denn hier? Ah, wir sind hier anscheinend schon in Kanto. Der Zerschneider kann hier nicht eingesetzt werden. Gut, dann surfen wir einfach außen rum. Ich weiß jetzt nicht, ob unser lieber Kyler den Orden geholt hat oder nicht. Aber ich schaue jetzt einfach mal nach, um echt zu sein. Ich keine Ahnung mehr, wie es jetzt hier in Kanto abläuft. Ja, wirklich null Ahnung. Naja, wir werden sehen. Hat er den Orden geholt? Nein. Gut, Major Bob hat mein Talent für Elektro-Pokémon erkannt. Glaubst du, du kannst mich besiegen? Ja. Ein Orden für uns, ein Orden, ein Orden, ein Orden. Nein, wir wollen ja nicht hier übertreiben und so, ne? Magnetilo, oh mein Gott! Level... Wollt er mich verarschen? Jetzt haben wir natürlich auch irgendwie nichts Effektives gegen ein Magnetilo vorzuweisen, aber ich hoffe, das reicht. Ja. Warum hätte es eigentlich nicht reichen sollen? So, gut. Voltoball. Da wechseln wir jetzt einfach mal ganz gekonnt nicht. So, Voltoball. Nochmal Finte, weil es so schön gewesen ist. Ja, wann ist denn das nicht mal so schön? So, und tot ist es. Und dann gehen wir erstmal die ganzen Erfahrungspunkte. Magnetilo, möchtest du das Pokémon wechseln? Nö. Ich muss gerade überlegen, wo war denn nochmal Prismania City, aber ich kann mich wieder erinnern. Wenn es da ist, wo ich denke, wir sind jetzt dann da und... Ach, wird schon schief gehen. Oh mein Gott. Wir sind paralysiert. Oh, jetzt auch noch verwirrt und paralysiert. Wollen die mich irgendwie verkackeiern? Oh, sind die Verwirrung selbst verletzt. Finte! So. Es hat sich wieder Verwirrung selbst verletzt, weil es so schön gewesen ist. Wieso? Wieso zieht er zweimal auf mich? Ja, alle guten Dinge sind drei. Gut. Hier ist ein Volltreffer, bitte. Ja, ist nicht mehr verwirrt. Aber es... Jetzt macht er wahrscheinlich... Nee, doch nicht. Ich hätte es geschrien, hätte jetzt nochmal Superschall eingesetzt. Wie wir hier Granus und dann Magnetilo failen. Oh mein Gott. So, noch ein Magnetilo. Ne, da wechseln wir jetzt. Das will ich mir jetzt nicht noch antun. Hier, frisst Dragoran. Eine Runde Dragoran für alle. Los, Dragoran. Gut, Kaskade dürfte reichen. Tschüss, Magnetilo. Dragoran, point you. So, Kitarisch Sau wurde besiegt. Oh, wie schockierend. Leck mich! Ich werde dich fertig machen. Du wirst gleich einen Schlag bekommen mit meinem Assault Rifle. Okay, ja, ist mal wieder so. Ja, muss jetzt einfach sein. Jungler Ignaz möchte kämpfen. Elektroball. Auch mal was Neues. So, mal sehen, was haben wir denn hier eigentlich im Beutel rumfliegen. Ja. Jetzt muss ich mich hier gerade an die schöne Zeit zurück an die Liga erinnern, als wir da zu dritt hergekommen sind. Das war schon geil. So, Finte, weil es so schön ist. Bams. Und weg mit dir. Oh, das war ja klar. Leck mich. So, Finte. Booms. Ich weiß nicht mal, wie es ganz genau in der Arena abläuft, aber ich glaube, es war so, dass in den ganzen Mülleimern da diese Schalter versteckt gewesen sind. Und die müssen wir, glaube ich, alle suchen. Ich bin mir allerdings nicht mal so ganz sicher. Ah, ich hasse das. Ich hasse Kreideschrei. Ja gut, Treffen ist wieder so eine Kunst, mein lieber Drake. Aber okay. Hier. Du kriegst eine Finte reingewürgt. Und jetzt sag mir, was du davon hältst.
Na, gut, wir wechseln jetzt gleich wieder auf Dragoran. Das ist definitiv stärker. Drake ist ja aufs Aushalten spezialisiert. Oh, dafür haben wir es jetzt auf Level 59 gelevelt. Schön. Jetzt haben wir auch schon über 200 KP. Elektroball. Ja, wir möchten wechseln und zwar einmal Dragoran. Noch einmal Elektroball. Da spammen wir jetzt einmal mal Wutanfall rein. Bläm. So, weg mit dir, Elektroball. Mal gucken, siehst du wahrscheinlich Elektroball, oder? Wow, Elektroball, wer hätte es damit gedacht? Schwächt man eigentlich Elektroball falsch aus, weil da bist du mit einem L geschrieben. Elektroball. Das muss man irgendwie so aussprechen. Ball. Nicht Ball. Ach, ich mache mir schon wie über Sachen Gedanken, wobei sich keine Sau Gedanken macht. Ah, ich stand zu sehr unter Strom. Wollte gerade sagen, wenn jetzt noch einer von rechts kommt, dann schrei ich. Aber nicht vor Lachen. So, einmal hier Drake heilen. So, der Maluxa wird dann Spaß haben, die Pokémon wieder nachzuleveln. Wahrscheinlich übertreibt er es dann so komplett und trainiert diese auf Level 60 oder so. Nein, hier ist nur Müll. Nein, hier ist hier nur Müll. Aber schon mit so schönen Ausrufezeichen. Nein, hier ist nur Müll. 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 Ach so, hier ist schon offen. Major Bob, hey, kleiner Kerl. Es war vielleicht nicht sehr klug, mich herauszufordern, aber das muss ich dir lassen. Du hast Mut. Ich bin die Nummer 1, was Elektro-Pokémon betrifft. Ich habe den Kampfplatz als Verlierer... Hä? Was? Ach so! Hä? What the fuck? Ich hab gedacht, die hätten wir jetzt schon besiegt, aber ich weiß, gerade voll verwirrt. Leiter Major Bob. Die Musik gefällt mir. Die ist einfach richtig awesome. So, einmal Wutanfall. Und jetzt wieder. Ja, weg mit dir, Raichu. Du bist keine Gefahr für uns. Nochmal Elektroball. Jetzt wieder. Oh, ich liebe die Musik einfach. Ist richtig geil geworden. So. Und was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Magneton. Da wechseln wir jetzt einfach mal, weil wir es können, zu niemanden. Sondern lassen weiter Dragoran draußen. Wutanfall! Trifft ja 2 bis 5 Mal, wenn ich mich nicht irre. Wenn wir Glück haben, können wir alle Viecher erledigen. Oh! Was kannst du überhaupt, Dragoran? So, jetzt können wir keinen Wut einfach mal einsetzen, aber hua, wir setzen es trotzdem ein, weil wir es können. Spam! Gut, jetzt dürfte es auch Level 58 sein. Yo! Und wahrscheinlich hat es jetzt auch 202 KP, oder? Mit 203 sogar. Was heißt 202 Angriff? Elektroball. Ist nicht mehr verwirrt. Hier, frisst Wutanfall. Das finde ich schön. Läuft ja ziemlich glatt hier. Damit ist der nächste Orden wohl so gut wie meiner. Es sei denn, ich habe jetzt gleich einen 11 Minuten langen Kampf. Und Electek. Ah, das dürfen wir auch noch klein kriegen. Oh. Electek. Dragoran ist verwirrt. Bitte, 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 bitte. Ja. So, das dürfte es jetzt mal auch für dich gewesen sein, Electek. Das schaut irgendwie saugey. So, weg ist es. So, Leiter Major Bob wurde besiegt. Major Bob. Ah, du bist stark. Also gut, mein Junge, du erhältst den Donnerorden. Silber hält Donnerorden. So, der Donnerorden erhöht die Init-Wert deiner Pokémon. Du darfst stolz drauf sein, mich besiegt zu haben, hörst du? Nö. War der Andrew irgendwie schon drinne und hat so alles hier geklärt? Hat er irgendwie gehofft, dass ich jetzt irgendwie eine Weltgeschichte rumrenne oder wie?
Ne, jetzt werde ich ja sehen, sobald ich hier den Part aufgenommen habe, darf ich mir seinen Part ansehen. Aber ihr solltet wissen, wir hatten nach der Liga eine kleine Auseinandersetzung gehabt, alle miteinander. Okay, eigentlich niemand mir, aber unser lieber Malux, der Hippie und Kyler hatten eine kleine Phase. Und ja. Das. Ja. Ich will jetzt nicht weiter drauf eingehen. So, jetzt gehen wir erstmal hier weiter schön rauf. So, ich probiere jetzt einfach mal eiskalt den nächsten Orden zu krallen. Oder wartet mal, wie viele Orden haben wir denn jetzt eigentlich? 9. Das heißt, unser lieber Kyler hat hier noch nicht den Orden geholt hier oben. Ach du Scheiße. Muss ich das machen? Scheint so. Haha. Okay, ich weiß gar nicht, wo die scheiß Teleportationssachen hier hinführen. Verdammt! Hehe, ich habe es deutlich vor mir. Ich kann in deine Seele blicken. Ich habe Angst! Ja, Daphne. Fleckmon in den Kampf. Entschuldigung, Leute. Ich muss mal kurz unterbrechen, bis gleich. Ja, hier bin ich wieder. Hatte nur kurz... Wurde kurz gestört. Familie und so. Ja. Wenn schon scheiße läuft, dann schon richtig so. Bäm! Mit Schmackes. So, rushen wir mal durch. Obwohl, hier könnten wir eigentlich jetzt ganz gut nach Tara einsetzen. Fällt mir gerade so auf. Weil es sind ja alles Psycho-Pokémon hier. Wie war jetzt das hier nochmal mit dem Teleport-System? Ich kann mich nicht mal so ganz daran erinnern. So, Medi und Daphne wurde besiegt, obwohl ich nur den... Was? Bla bla bla. Hier, Drake, das ist jetzt deine Arena. Da kannst du jetzt tun und lassen, was du willst. Komm, gehen wir mal hier unten lang. Hey, cool, wir sind schon da. Sabrina, ich wusste, dass du kommen würdest. Vor 3 Jahren sah ich dich in einer Vision. Du willst meinen Orden haben? Ich habe keine Freude am Kämpfen, aber als Leiterin ist es meine Pflicht, all denen einen Orden zu geben, die sich als würdig erwiesen haben. Da du es wünschst, werde ich dir meine psychischen Kräfte zeigen. Okay, mal gleich den nächsten Orden holen. Einfach awesome. Die hat auch nur 3 Pokémon. Boah, richtig awesome. So, hier einmal Finte bitte. Wir hätten vielleicht ins Pokémon Center gehen sollen. Fällt mir gerade so auf. So, aber Tiana, tut mir leid, Sherry-o. Gut. Vielleicht ergibt sich noch die Zeit, dass wir uns einen Hunduster fangen. Simsala kommt als nächstes. Da, Finte. Ah, ich finde das einfach richtig awesome. Die Musik. War klar, dass es überlebt. Reflektor! Na gut, hier kriegst du auch mal Finte. Boah, klar, Hypertrank. Was denn noch als nächstes? Du kannst sowieso nichts gegen uns ausrichten, Simsala. Wir sind Unlicht und wir wissen, dass Psychoattacken wirkungslos gegenüber Unlicht sind. Na, ah, hier. Nochmal. Ich musste jetzt gerade irgendwie voll an Uri Geller denken, wenn ich Simsala sehe. Ich kann Level verbiegen. Pantimos. Und Finte. Einfach nur, was so schön gewesen ist. Ja, du hast es auch überlebt. Ich schaue hier gerade so gar nicht auf den Bildschirm. Fällt mir so auf. So, tschüss Pantimos und der nächste Orden ist auch unser. Sehr schön. Jetzt könnte ich wieder so mies mit dem Maluxer wieder in den Strudelinseln rauslassen. Deine Stärke übertrifft meine Vorahnung bei weitem. Vielleicht ist es nicht möglich, alles vorherzusagen, was die Zukunft bringt. Gut, du hast den Sumpforden verdient. Gut, hier. Danke für den Sumpforden. Der zweite Orden.
Der Sumpfarm aktiviert deine unterbewussten Kräfte. Obwohl ich nicht in der Lage war, deine Stärke vorauszusehen, weiß ich das ganz sicher. Du wirst ein gefeierter und beliebter Champ werden. Wir sind schon Champ. So, wie war es nochmal so? Und dann sind wir von daher gekommen, glaube ich. Nee, dann sind wir da oben lang gegangen. Und dann hier. Ah. Genau. Vielleicht haben wir, wie gesagt, jetzt noch genug Zeit, um uns einen Hunduster zu fangen. Weil ich meine, dass Hunduster hier hinten auftauchen. Für einen Orden reicht die Zeit garantiert nicht mehr. Aber hier in dem Gras soll ein Hunduster auftauchen. Ich kann mich jetzt aber auch täuschen. Nee, da ist ja schon eins. Weiblich, brauche ich nicht. Ich weiß, jetzt sind wir gerade ein wenig rassistisch, aber... Shit on it. Gut. Ich probiere es jetzt noch einmal und dann will ich sagen, ich schaue offscreen danach einen Hunduster. Okay, ein Mauzi. Schön. Kannst du dir gerne in den Arsch schieben. Also Leute, bis gleich. Hier sind wir wieder. Ein Hunduster. Hat mir das lang genug gedauert. So, hier. Einmal Hyperball bitte. Ein Hunduster für uns. Und bleib drinne, bleib drinne, bleib drinne. Scheiße. Ja, verdammt. Wieso können die nicht einfach Scheiße in den Schreiben schreiben? Verflixt. Obwohl, ja, das Spiel soll ja noch kinderfreundlich sein. Ach, wir spielen Pokémon für Erwachsene, so sieht's aus. So. Bleib drinne, bleib drinne. Penis. Und Duster wurde gefangen. Schön. Hunduster wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Sie treiben ihre Beute in die Enge und orientieren sich dabei anhand ihres Bellens, das nur sie verstehen. Oh. So, Spitznamen... Nö. Wir hätten es eigentlich einen Spitznamen geben können, wie zum Beispiel Schinken-Mettbrötchen oder irgendwas anderes Furchterregendes. So. Silber schaltet PC ein. Ablegen tun wir jetzt einfach mal den Toxer. Braucht eh keine Sau. Die anderen darf ich eh nicht ablegen. So, mitnehmen. Hunduster. Burp. Was haben wir denn hier noch? So, Lugia. Ich möchte Lugia mitnehmen. So, jetzt könnte ich auch mal ins Pokémon Center gehen und ein wenig heilen. Was können wir jetzt hier machen? Wir könnten jetzt den Maluxia einfach mitten in der Pampa aussitzen. Mal wieder. Oder sollen wir mal nett zu ihm sein? Nee, der hat mich heute dazu gedrängt, zu Silber aufzunehmen. Obwohl ich gesagt habe, ich mache es eigentlich erst am Abend. Meinte halt, wenn ich halt meine Ruhe habe. Aber jetzt habe ich schon aufgenommen, obwohl ich keine Ruhe habe. Dafür kommt er jetzt mitten in Lavandia raus. Und darf kämpfen. Wahrscheinlich. Wir repräsentieren die Pokémon-Trainergilde aus Kanto. Hier kommst du unter die Räder. Der war schlecht. Gut, Biker Elert. Wieso Elert? Und... Ach, vergiss es. Ja, Smogon, hier kriegst du einmal Finte rein. Dann hatte ich hier die Sache schon. Tschüss. Wieso... Sind die alle so schwach? Warum? Smogon? So, und was kriegen wir jetzt als nächstes? Weg mit dir. Gut, und der nächste ist schon wieder Smogon. Ja, der kannst du einfach nicht lassen mit seinen Smogons. Schön. Ja, aber leider Gottes müssen wir jetzt auch bald den Part beenden. Tut mir aufrichtig leid, Leute. Aber was sein muss, das muss sein. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. So, und jetzt fege ich dich erstmal weg, Vance. Uah, Entschuldigung. Vor allem die Mausschlenker. So, Entschuldigung. So. Genau hier werden wir jetzt den Maluxia rauslassen.
Und ja, Leute, das waren wieder Let's Play Together Pokémon Silber. Beim nächsten Mal bei Maluxia der Hippie. Und ja, tschaußen!